Zack, bumm, da sind wir wieder mit einem neuen Teil Let's Retro The Legend of Zelda. Ich habe meine alten Videos angeguckt. Und ich weiß, was ich tun muss. Oh Mann. Lass mich durch. Es ist so simpel wie dämlich. Und ich hoffe, ich habe genug Rupees. Und zwar gibt es das Stück Fleisch, das ich brauche, in dem gleichen Laden, wo ich den blauen Ring gekauft habe. Das ist ja auch schon eine Ecke her, dass ich den habe. Deswegen habe ich das voll vercheckt, dass es da noch andere Sachen gab. Die Frage ist, wie viele Rupees wird er wohl kosten? So, das heißt, ich werde jetzt in diesen einen Laden gehen und mir dieses Ding kaufen. Ach, egal. Ach, mein Ohr juckt. Ach. So, nochmal ein bisschen Loops hier abstauben. Hier. Ja. 60, 8. Huch. Ja. So, dann also nochmal zurück in den anderen Dungeon. So. Also, nochmal. Wir wissen jetzt ja, wo wir hin müssen. So. Hoppala. Was passiert, wenn man an die Maus kommt? Oh nein, oh nein, oh nein. Ja. So. Heieiei. So. Das macht es etwas erträglicher. So. Das war hier und dann da, ne? Genau. So. So. Wow. Ups. So. Entschuldigung. Komm, gucken, was er hat. What the? Warum wollte ich das tun? Naja, aber so schwer sind die eigentlich zum Glück nicht mehr. Euch kann ich, glaube ich, auch ignorieren. So, jetzt kommen wir hier zu meinem Grumble, Grumble. Grumble, Grumble. Was? Jetzt ist es weg? Jetzt muss ich ja wieder neu kaufen? Oh Gott. Naja. Ah! Karte! Ich will was sehen! Oh Gott! Aha! Alter! Alt. Ah.
Drecksraum. Die waren vorhin noch so spendabel mit Feen. Ich finde, das könnten die beibehalten. Moment, da ist ein Loch. Da will ich hin. Ist doch. Das war auch ein bisschen sehr offensichtlich. Oh nein. Okay. Easy. Also den Tempel finde ich jetzt um einiges einfacher als den anderen. Wie soll ich den da drin erwischen? Also. Na, was gibt's hier für ein Item? Wow, eine rote Kerze. Ich glaube, die konnte ich unendlich oft benutzen, ne? Hochraum. Rotes Feuer. Es ist rotes Feuer. Liebe Herren, meine Damen und Herren, es ist rotes Feuer. Yeah. So, rotes Feuer, ne? Kann ich... Ja. Ah, ich kann es zweimal insgesamt offen haben. Aber so oft wie ich will zünden. Ich gucken. Vielleicht habe ich Glück und ich komme hier noch irgendwo anders raus. Hier oben. Wäre es praktisch? Nee. Vielleicht hier? Nee. Doch. So. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's hier. Ja Gott, ey. Mein Glück, dass sie schon nichts können. So. Boomerang schmeißen kann ich auch. Ups. Oh yeah, Bomben. Keine Ahnung. Dahin. Oh je. Ach Gott. Das ist doch ein Witz, ey. Schon wieder dieses blöde Vieh. Wie viel werden es diesmal? 5? Na komm. Ja klar. Ab. Was will ich denn hier? Hier gibt es doch sicher nichts mehr. Ich habe die Karte, ich habe einen Geheimgang. Da kann ich nichts verschieben, also muss ich hier bomben können. Und wenn das die Nase ist, dann lache ich. Es ist die Nase, oder? Hä? Oh nein. Hä? Was? Hä? It's secret. Hä? Was wollt ihr? Was seid ihr? Nein! Die Aufnahme ab. Ich krieg die Krise. So, also. Droppt doch mal was. Immerhin ein Herz. Hoppala. Boah, wenigstens bleibt der weg, ey. Oh, würde ich ausrasten. Oh nein.
Wenigstens tun diese Dinger, machen die keinen Schaden, ey. Oh. So. Ja. So. Nein. Also. Ey, ich hasse diese... Fuck. Alter! Welcher war das denn nochmal? Musste man die reinschieben? Ah. Boah, was für ein Scheißraum. So. Das wird auch schon wieder so eine ewig lange Folge. What the? Moment, wo ist der Boss? Rechts. Links. Ja, also muss es hier lang gehen. Nein, wird es nicht. Ja. Hä? Okay, also ich soll schon mal Bomben legen. Hä? Hä? Ach, ich bin ja der weiße Punkt. Ah, ich depp. Gottes Willen, war ich dämlich. Lächerlich. Wie lustig, was für ein Boss. So, das war's schon wieder mit Tempel 7. Oh mein Gott, es geht hier Schlag auf Schlag. Hey, klasse, zweite Reihe fast voll. Hm. Ah. Damit sage ich für heute mal tschüss mit The Legend of Zelda. Bis demnächst.